zum C4 1000 Meter. Kanadier Vierer, da sehen wir die Ungarn, Weißrussland, Deutschland auf der Bahn 4. Bahn 5 Polen, 6 Ukraine, 7 Kanada, 8 Russland, 9 Usbekistan. Konzentrieren wir uns auf die Bahn 4 von oben gesehen. Das ist das deutsche Kanadierboot, der Vierer. Und da geht es natürlich mit hoher Frequenz los. Und 4 Kanadier zu finden, 2 Rechtsschläger, 2 Linksschläger, schon eine kleine Kunst. Das ist sehr schwierig, die 4 dann auch noch in einem Boot unterzubringen, das miteinander harmoniert, ist schon eine sehr schwierige Aufgabe. Haben wir auch keine Steuereinrichtung im Boot? Nein, der 4. Mann ist dafür zuständig, dass das Boot gerade auf der Strecke bleibt und nicht die Bahn verlässt. Das ist eine schwere Aufgabe für Stefan Breuing. Also steuert wird eigentlich nur mit dem Paddel? Gesteuert wird nur mit dem Paddel, das ist richtig. Mit der 5, das sind die Polen, Weltmeisterschaftsdritte in Gainesville 2003 und Weltmeistertitelverteidiger von Zagreb vom vergangenen Jahr. Sie führen auch vor Russland und unserem Boot. Ja, die Taktik vorm Rennen von den 4 Jungs war klar, schnellen Start, gut in den Streckenschlag kommen, an der 500 Meter Marke nochmal angreifen, kleinen Zwischenspurt fahren und die letzten 200 Meter alles was geht, einfach nur in den Tunnel rein. Ja, sie sind gut dabei. Die Polen auf der Bahn 5 darunter, das ist unser Boot. Das ist unser Boot, vorne Robert Nuck, dahinter Stefan Holz, an dritter Stelle Stefan Glück und ganz hinten sitzt Stefan Breuing. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Obwohl die Polen darunter auf der Bahn 5, die sind immer noch in Führung. Unsere Mannschaft, glaube ich, auf der 2. Position. Die Ukraine natürlich auch noch stark. Dann haben wir Kanada, WM-Zweiter 2003 mit der 5. Das sind die Polen, das sind die Weltmeister von Zagreb von einem Jahr davor. Unsere Mannschaft, Weltmeisterschaft 3. und Europameister in Račice in diesem Jahr. Das sieht gut aus. Unsere Jungs schieben sich langsam Zentimeter für Zentimeter an den Polen vorbei. Hier sind sie. Schöne Perspektive von vorne. Synchron, rhythmisch sieht das aus. Und sie liegen jetzt auch in Führung. Zumindest haben sie die Polen erst einmal überholt. So, die letzten 250 Meter. Deutschland vor Polen, vor Russland. Das ist die Reihenfolge im Vierer Kanadier über 1000 Meter. Heute nur die Entscheidung über 1000 Meter. Morgen über 500 Meter und 200 Meter. Hier sind sie, unsere Jungs. Robert Nuck, Stefan Holz, Stefan Breuing und Thomas Lück aus Leipzig, Bochum, Karlsruhe und Neubrandenburg. Diese Kombination, das wäre natürlich ein Ding. Nach dem EM-Titel auch Weltmeisterschaftsgold hier in Szeged in Ungarn. Ja, das sieht klasse aus. Schon eine Bootslänge rausgefahren, 100 Meter vom Ziel. Ich glaube, das lassen sie nicht mehr nehmen. Ja, das sieht auch noch synchron aus. Gleichmäßiger Rhythmus. Jungs, kommt noch ein paar Paddelschläge. Der WM-Titel ist nahe für den Vierer Kanadier von Deutschland. Und sie werden Weltmeister. Robert Nuck, Stefan Breuing, Stefan Holz, Thomas Lück. Klasse gemacht. Ja, erster Titel für Deutschland. Kompliment den Jungs Robert Nuck, Stefan Breuing, Stefan Holz, Thomas Lück. Detlef Hofmann, der Bundestrainer, wird hochzufrieden sein. Die Taktik ist aufgegangen. Und nach dem Europameisterschaftstitel von Račice, nach dem 3. Platz vom vergangenen Jahr, in gleicher Besetzung zum WM-Titel. Wir haben es gepackt. Ja, das ist Stefan Breuing. Hier sieht man auch noch Holzi, Stefan Holz, dahinter Thomas Lück. Vorne Robert Nuck, bei dem gab es nochmal in der Vorbereitung so eine kleine Schrecksekunde. Der hatte eine Muskelverletzung, konnte für 1-2 Tage nicht richtig trainieren, war auch im Krankenhaus. Da wusste man gar nicht, kann der bis zur WM wieder fit werden. Du hast einen guten Draht zum Physiotherapeuten. Ja, das stimmt. Einen guten Draht zu Michael Faulstich, unser Physiotherapeut. Hat er ganze Arbeit geleistet. Das gehört zu einem großen, erfolgreichen Team. Also im Vorjahr, das Ergebnis ist natürlich nicht mehr zu toppen. Das waren 10 Mal Gold in Zagreb und insgesamt 18 Medaillen. Das ist ein Traumresultat gewesen.
Ja, das war letztes Jahr ein unglaublicher Lauf. Das war auch so ein totaler Goldrausch. Ich glaube, das ist ein Ergebnis, was man auch schwer toppen kann. Und in diesem Jahr gab es doch einige Hindernisse auf dem Weg zur WM. Und ich glaube, dass einige auch der beruflichen Entwicklung ein bisschen mehr Raum gegeben haben als noch ja, im Vorfeld, wenn man überlegt, bis Peking zum großen Highlight ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja, wir sind jetzt so in der Mitte zwischen im olympischen Zyklus. In 2 Jahren bis Peking. Und da möglichst dieser Einlauf. Gold für Deutschland. Platz 2 für die Bahn 6 und ich glaube auf der Bahn 2. Es könnte sein, dass die Ukraine die Silbermedaille gewonnen hat vor den Ungarn. Aber sie haben hier ihren Traum verwirklicht. Sie sind Weltmeister geworden. Die 4 Kanadier aus Deutschland, nämlich Robert Nuck, Stefan Breuing, Stefan Holz und Thomas Lück. Ja, die 4 Jungs sind ein tolles Team, haben sich im letzten Jahr zusammengerauft, den Vierer gefahren. Toller Erfolg. Und im Vierer Kanadier hat die deutsche Mannschaft eigentlich nicht so riesige Traditionen. Das ist das Beste vom Besten, glaube ich. Hier